in amerikanischen Tänzen. Erster Tanz, traditionell die Samba. Mit der Nummer 64 das deutsche Paar, Laurenz Michelke und Nicole Roy, die man zu den Favoriten zählen konnte. Mit der 31 das belgische Paar, Guy Jauté und Martine de Becker. Die Samba wurde erst 1948 als Gesellschaftstanz in Europa populär und wird mit 54 bis 60 Takten in der Minute getanzt. Schwarz bzw. Rot das tschechische Paar mit der Nummer 32, Karel Bank und Leona Svarlova. Das sowjetische Paar der Tscha-Tscha. Hier Claudia Pfeiffer und ihr Partner Heinz-Peter Fürstelberger, die Nummer 37. Die beiden starten für Österreich. Nach der gewonnenen Samba nun natürlich besonders motiviert die Deutschen Michael Greu, hier mit einem Tscha-Tscha-Walk. In den 50er Jahren kam der Cha-Cha-Cha als Partytanz nach Europa und war erst ein Modetanz, vergleichbar mit dem aktuellen Lambada, bevor er zu den Gesellschaftstänzen gehörte. Das norwegische Paar, Jan Tore Jakobsen und Karina Engseth, sie sind Landesmeister ihres Landes. Und nun zum sicherlich gefühlvollsten der lateinamerikanischen Tänze, der Rumba. Hier eine sehr schöne Pose der Norweger. Karel Bank und Leona Svarlova, er 24, sie 23. Die beiden sind die amtierenden tschechischen Meister.
deutsche Paar. Nun zum Paso Doble, dem tänzerischen Stierkampf. Er der Torero, sie das rote Tuch, das er gefühlvoll um sich herum zu führen hat. Das Wort Paso Doble war im 18. Jahrhundert die Bezeichnung für einen schnellen Infanteriemarsch. Der 37 die Österreicher, er 31, sie 25 Jahre alt. Bei den Europameisterschaften über 10 Tänze belegten sie den 7. Platz. Und sie sind die österreichischen Staatsmeister. Laurenz Michelke, 24 Jahre alt, ist Beamter im öffentlichen Dienst. Nicole Roy, 23 Jahre alt, ist kaufmännische Angestellte. Zurzeit sind die beiden auf Rang 1 der deutschen Rangliste Latein. Letzter Tanz der Endrunde Latein, der Jive. Erst Ende der 70er Jahre wurde er ein Turniertanz. Die beiden Deutschen konnten jetzt natürlich befreit auftanzen, da sie als Sieger ihrer Finalrunde bereits feststanden. Hart gekämpft wurde um Platz 3 zwischen den Österreichern hier im Bild und dem sowjetischen Paar Viktor Nikowski und Larissa Davidova. Noch war es unentschieden zwischen beiden und der Jive musste entscheiden. Gibt folgendes Endergebnis für die Lateinrunde. Erster Platz für Laurenz Michelke und Nicole Roy, zweiter Platz Jakobsen Engstedt, dritter Platz Nikowski Davidova, nur der vierte Platz für die Österreicher, auf Rang 5 Belgien und auf dem sechsten Platz Karel Bank und Leo...